Hallo Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video könnte leicht Rassismus und laute Geräusche vorkommen. Darum stellt lieber euer Headset bzw. PC leiser. Ja, hallo Leute und willkommen zu diesem ersten Let's Play League of Legends mit meinem Kumpel Düne Frau Fiedet. Ich stehe hier voll auf Mordekaiser. Ich kann den zwar nicht gut, aber der ist nice. Ja. Nur was da aus Info, ich bin ein Noob in diesem Spiel. Ja, man weiß, du bist ein schlechter Spieler, ich immer nur was drin. Ja, ich kann es eben nicht. Aber wir haben hier Düne Frau Fiedet hier bei uns und der wird uns schon helfen. Na, man, er zeigt dir kurz meine Maus. Also, Bengel, mach doch einfach bestätigen, ist ja nicht so schlimm, wir verlieren doch sowieso, du Bengel. Du hast recht. Richtig scheiße spielt. Gunda, Hey, was? du bist ein Bengel. Mann, Leute, Bengel. und das hier ist der Gunda, von dem ich bei diesen anderen Spielen erwähnt habe. Hey, Mann. Da wo ich gesagt habe, das ist Gunda, der fette Jude, das war der hier. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir Champions-League-Union haben, dann können wir sie abschlachten. So, jetzt schade das Oh, Ganze Alter, mal. wir haben Katarina, Miss Fortune. Und dann schon. Master Chi. Lo oh nein, lass den. Oh nein, oder? Das gibt ein Bitchfight, das kann ich spielen. Hey, Gunnar, weißt du nicht, dieser Feuerclown war weg. Bei unserem Team. Hey, lass uns gehen. Ist der gut? Was gehen sind. Nee, Nein, ist der Mann! Charakter gut, du Bengel. Was? Charakter aller Charaktere ist eigentlich ähnlich gut. Es gibt halt ein paar, die kann man besser spielen und manche halt nicht. Zum Beispiel Master Yi ist einer von den einfachsten, genauso wie Katarina. Miss Bengel. Fortune ist auch nicht schwierig, Warwick eigentlich auch nicht. Und der schwierigste hier im ganzen Match ist Yasuo. Zwar auch einer von den stärksten, aber das muss man halt lernen, wie man spielt. Gunda, du bist ein Bengel. Leute, nur dass ihr es wisst, Gunda spielt den ganzen Tag entweder mit seiner Oma in Frankreich oder er spielt League of Legends. Und ich habe Ist heute das schlecht? herausgefunden, dass Gunda aus Frankreich stammt. Er heute auch wieder seine Oma in Frankreich. Und da war so eine kleine Göre, hat Gunda gesagt, und die hat ihn wohin gefasst, was nicht so schön war. Das war nicht sehr witzig. Der hat mich richtig angegayt. Ja. Also ich hatte so ein Gefühl, als ob ich vergewaltigt werde. Das wäre zwar nicht das erste Mal, aber ich glaube, das wäre das Schlimmste. Hört jetzt, Leute. Gunda. Der sollte mal sehen, was ich da mit meiner Katze mache. Der Alte geht ab. Gunda gibt's euch alle. Aber Junge, der Alte hat mich gerade gekratzt. Hat die Tinten abgeleckt. Oh Leute, Elixiersammler Level 10. Wer ist der Baum? Ich bin der Baum. Wer ist der Baum? Ich bin der Baum. Ja, Leute, Gunda ist ziemlich Oh erniedrigend. Junge, Abwehr Oh! ist am Leben. Der hat mich fast vom Stuhl gehauen, Junge. So, komm schon, Master Yi, 96, 97, das schaffst du. Das schaffst du, mein Freund. Okay, ich wette, irgendjemand geht in diesem Game AFK. Ich bin mir sicher, dass es dieser hässliche, fette Warwick ist. Aber es könnte auch sehr eklige Warzone sein. Das bin ich. Boah, Junge, das Vieh streckt sich gerade. Ich vergewaltige gerade hier warm. Aber Gunda, wir wollen doch hier keinen vergewaltigen. Ja, aber Katze meinst du? Hast du eine Katze? Die lebt noch? Ja, so halb. Respekt. Sei einfach ein ausgedehntes Arschloch, hat sie. Alter. Wie die gerade aussieht, Mann, das sieht geil aus. Oh, noch mal ein Schlückchen nehmen. Hallo, ich streichle gerade den Lehrmann jetzt noch einen Schluck aus der 2 Liter Flasche Pfanne-Eistee hier. Ja, wir machen keine Werbung, nein, nein.
Und das ist ein fetter Judenbengel. Und nein, ich habe nichts gegen Juden. So, jetzt geht's los. Gleich mal die Kuh holen und die Durans Klinge kaufen. Also ich dich nicht von Stolz blenden. Und gehen wir Bord, oder wir beide? Erstmal. Du Bengel. Die Laufstiefel hätte ich mir auch mitnehmen können, aber war zu faul jetzt. Willkommen in Gewunde. Dann machen wir ein bisschen leiser. Ja, chill. Gunde, du Bengel. Wir gehen jetzt hin, bleiben ein bisschen chillt. Warten ein bisschen, bis kommen und bewalten diese zu tun. Schau, da kommt sie schon. Warte, ich bin noch am Tanzen. Ich tanze, wie ich das will. Du Wahnsinniger, du Stieler, Junge! Bist du das Wahnsinn? Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schiff. Ein fetter Sack, das war gestielt, Leute! Meldet alle! Alle müssen ihn melden! Den fetten Junda! Report, Leute, reportet ihn! Gunnar hat gesagt, er ist ein Harder! Schickt alle Gunder Freundschaftsanfragen. Steht da drauf, hatte ich gesagt. Schickt ihr alle Freundschaftsanfragen. Ich werde jetzt selbst kommen zu gehen, Gunder. Das Ding ist nicht, weil das nicht kann. Ja, du Bengel. Dann haben wir wenigstens beide ein. Wo ist denn noch der andere? Ah ja, der ist da oben. Der bekommt da oben schön seine Minion. Wie heißt die Kleine nochmal? Die Bots, oder? Nee. Minions, ja. Nein, warte. Einmal musst du noch treffen, dann können wir ihn killen. Ja, von hinten verkommt so ein Fetter. Wo ist sie hier? Ich sag dir doch, ich kann's nicht. Fetten. Schmerzen. Du musst dich schon treffen. Oh, die Juden kommen. Lass das einmal aus den Augen, da kommen die Juden. Geld, die Gunnar. Hol die Fetten. Komm, den Backer. So schön. Gunnar, du bist trotzdem ein Jude. Und nein, Leute, ich habe echt nichts gegen Juden. Ich schwöre auf Allah, ich habe nichts gegen Juden. So. Ich hole die Master Chi, ich werde ihn besteigen. Ja, Leute, ihr müsst euch Master Chi holen, also für euch kleinen Noobs. Also wenn ihr oder nehmt einfach beide und das gleichzeitig. Gunnarten. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schild. Ne, komm runter, der Master Chi ist mir so schlecht. Wir sind ja auch zu zweit, du Lappen. Komm doch mal nach oben und helf mir, du fette Judas.
Du Wahnsinniger, jetzt haben sie mich wegen dir. Leihen die fetten Knechtschaften. Zu zweit haben sie mich gekillt, gefistet, haben sie mich auf brutale Weise mitgezerrt. Ich weiß aber, was hässlich heißt. Das heißt Gonda. Auf Türkisch übersetzt, du fette Sackratze. Ja, die hole ich mir, die Fetten. Ich mache jetzt gleich Double Kill. Die Fetten. Leute, Gunde hat mir heute ein Nacktfoto von ihnen geschickt und so, das wollte ich nicht sehen. Ja, das sage ich. Und Leute, nein, ich und Gunda. Ich und. Den fist ich jetzt. Ja, ist ja nice, oder? Gunda, du Bengel! Nein, du fetter Bengel! Habt ihr den gesehen? Reportet ihn zweimal, Leute, zweimal, oder? Zwei oder dreimal reportet den Fetten. Trotzdem, du bist fett und man kann auch jemanden wegen Hässlichkeit reporten. Alle reportet ihn. Auch ihr Juden da draußen reportet den fetten Gunda, er will das so. Und falls ihr ihn verkloppen wollt, dann kommt alle nach Deutschland. Oder besser gesagt nach Frankreich. No Italiano, Wodka, mein Freund. Leute, von Gunda das Lieblingsgetränk, also nichts gegen Gunda ist, aber was Leckeres, das ist Milch, meine Freunde. Und jeder von euch weiß, welche Milch. Der konzentrierte Geist kann selbst Stein durchdringen. Ja, und ich und Gunda sind eigentlich so Freunde, aber wir reden eigentlich gern so miteinander, oder Gunda? Was eben lustig ist, also denkt euch nicht, warum macht er denn hier jetzt Play? Ihr festen Kinder. Gunda, schau mal hinter dir. Es gibt fette Kinder, die neu sind in diesem Game. Damit meine ich unsere Gegner. Na los, Gunda, krall in dir. Der Gunda kann geben. Hey Gunda, was ist das? Ich. Das ist auch was Schönes. Oh! Ja, Junge. Den hol ich dir doch. Du bist ja so gut, du Bengel. Was ich? Ja, ich kram mir noch mal kurz die Familie aus hier. Jetzt komm schon. Gunda, du Bengel! Nochmal Report! Noch mehr Report! Leute, ich sag's euch! Reportet den fetten Knecht und mindestens das letzte, was ich tue, der killt der Fette! Gunda! Gunda, willst du jetzt, was ich mit dir mache? Ich geh zu dir nach Hause, wenn du schläfst, und reiße deine Lieren raus, dann verkaufe ich sie auf dem Schwarzmarkt um 99,5 Cent, du fetter Jude! Ich zeig dir gleich aus Fisten, hey, du fetter Türke. Loser. Was? Ein Gegner wurde getötet. Den reporten wir auch.
Wir reporten heute jeden, meine Freunde, jeden. Stirbt Opfer, haha, so ein Loser. Wow. Ah, da kommt der Chi. Der Jude kommt. Nein! Ich kill ihn jetzt. Tada! Und down ist er. Komm, wir beide wissen, die feinsten Kräfte können wir schaffen in Fetten. Der ist bestimmt irgend so ein Rassist. Ich hasse Rassisten. Er ist ein Rassist, aber übertreibt doch nicht immer. Hast du den anderen gesehen? Den heilen erstmal. Nein, Kunde, du fette Junge. Das ist schön. Das freut doch. Ich bin mit Ehre gestorben, Freunde, mit Ehre. So etwas ist, hat Gunda nicht. Hey Gunda, ich habe schon ganze 19 Minions gekillt. Geil. Leute, ich saufe gerade so einen komischen Saft. Medizin ist das, Medizin. Kokain ist Medizin. Und ich stehe da drauf. Mir ist langweilig. Bist du dumm? Haben wir den Altar schon? Ja. Ah, fuck, da oben kommt zu einer Schlampe runter. Die Mähensau, ich komm, die fette Sau. Schaffe ich die? Alter, das sieht auch hier der fette Bengel. Die Fette soll sich gefälligst an den anderen vergreifen, nicht an mir, ich bin doch nur ein armes Kind. Haha, ha, so ein Noob. Haha. Kill ja, Alter. Was feige da, kill ihr so fetter Jude. Hier kommt Verstärkung, mein Freund. Komm zu zweit Backe. Ja, genau, geh nur zurück, du feige Sau. Wir sehen, du fetter Jude. Ich hau jetzt ab. Ich hab keine Lust mehr. Lauf am besten, Gunda, lauf schnell weg. Und ich warte auf ein halbtotes Opfer. Nein! Die Juden kommen! Die Juden kommen! Ah. Meine ist besser. Schau mal hier abfallen, jetzt muss ich sterben, der Fette. So ein Opfer. Lose! Tötet ihn doch! Seid ihr dumm! Warum haben sie ihn nicht getötet? Wie schlecht sind denn die? Ja, mal was zaufen hier. Mahlzeit! Gunda, hast du jetzt schon diese Skype-Nachrichten angehört? Oh, der Fette ist hier bei mir! Der Fette! Schau dir den fetten Juden an! Ich fisse den jetzt! Wo bist du? Dann kill ihn! Ich töte ihn! Bleib stehen, ich hab Angst allein! Bleib stehen! Bist du dumm oder so? Ich hab Angst, hab ich gesagt. Nein, ich wollte ihn doch stehlen, was haut der Bengel denn ab? Ich werde ihn stehlen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue, du Judenbengel. Ich fistel den Juden, jetzt und sofort. Ah, nein, die Juden! Gunda, mach doch was, du fetter Sack!
Vielleicht habt ihr das gesehen. Der fette Gunder. Der fette Gunder, ich kastriere ihn mit seinen nicht vorhandenen kleinen Penis. Gunder, du Judenbengel. Oh, ist der Gunder down, der fette Sack. Ja. Kannst das beweisen, du Jude? Bei was? Ich seh nix, du Jude. Oh! Der fette Bruder mit seinen Hängepitten, die Nippel ist in den fetten Sack. Hey Gunnar, ich mach dann nochmal ein Video, das ich davor. Nein! Der Bengel! Ja, dann vorher noch mal so ein kleines Warnvideo machen, das werde ich dann vor diesem dranhängen, dass das ja ein Video ist mit leichtem Rassismus und leichte Schreiereien. Haha, Stirnopfer, komm Master Chief, wir sind jetzt Freunde. Töte ihn! Tu das! Nein! Habt ihr den fetten Bengel gesehen? Den fetten Bengel, ihr könnt ihn in den Duft reißen, Gunnar, ich dachte, du bist so gut. Das haben die uns unseren Turm auch schon, du fetter Jude, kastriert haben sehen. Von allen Seiten. Gar nicht hat gekauft. Du fette Sau. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Gunnar, du kastrierte Judensauer. Ich brauch mehr Kokain. Den Teufel tue ich. Ich komme jetzt den anderen, ich komme jetzt in hier. Komm, hilf mir mal hier bei denen. Du Bengel. Doch. Ich nehme ihn jetzt aber schon ein. Kann man nicht einnehmen? Wie lange nicht? Den Teufel tue ich. Der fette Jude hat sich was verdient. Das ist auch hin und weg der Sache, die fette Bengel. Hab sie! Ich hab die Schlampe! Na und? Ich hab diese des gestürzten Königs. Vom Kill nehme ich denn? Kannst du es beweisen? Wiedersehen. Du Bengel. Habt ihr gesehen, Leute? So viel der Bau. Habt ihr gesehen, wie ich die alte gefistet hab? Ich hab die alte gefistet. Bist du dumm? Ich hab die Fette gekillt. Judenbengel. Wenn ich dir meinen Schwanz in deine Fresse stecke und du daran erstickst, das ist witzig. Oh, Bengel. Gern die Front. Bist du schon wieder down? Wie tue das jetzt schon? Du Bengel, hast du ganze 15. Das hast du ganze 6 Tore, du Jude. Du fetter Bengel. Nein! Der missbraucht mich. Der hat mich misshandelt! Hat sie das gesehen? Hat sie jetzt von hinten gekommen? Die fette Sau hat sie von der Nahe gegeben. Kill ihn! Na los! Hinterher! Ui, schön, und jetzt wisst ihr noch ein paar andere. Diese kleinen Juden, da ist auch noch so eine fette Sau. Da! Wie ist sie? Jetzt rennt sie weg, die Fette.
siehst du die fette. Kauf sie dir. Das Trierer Nachgebot. Wunder. Aber wir gehen jetzt auf diesen Turm. Auf diesen Turm gehen wir jetzt. Okay? Okay? Du Judentengel. Ich komme auch, ich lasse mir aber Zeit, ich chill jetzt darüber. Und da setze ich mal auf den Boden, ich will dich pflegen und dich versorgen. Was ich? Immerhin. Ja, genau. Kannst du sie weisen? Ah, oh, von hinten kommt sie, eine fette Kuh. Siehst du sie? Die andere auch. Geh weg! Du fetter Sack, das war Stil. Das war Stil. Bist du schon wieder sau, mir zu sagen? Hast du einen Schaden? Und du hast den Schaden in deinem Hirn, du fetter Bengel. Wir brauchen Hilfe und Unterstützung. Dass du Bengel bist? Nice. Komm, Gunnar, wir gehen jetzt die fetten Penner hier. Nee, komm mal. Nee, ich übernehme hier den Dragon. Na, komm hoch. Dabei habt ihr die Fette. Ah! Jetzt komm mal, Hummel, sag schnell den Dragon aus kleinen Nachtisch. Du beginnst. Wenn ich so ist. Ich brauche aber das Blut, du fette Frau. Ich habe ihn gefisselt, hast du gesehen, wie ich ihn gekillt habe, den fetten Dragon, da kann gar nichts. Ja, diesen fetten, wie heißt der Judenbengel? Ich hau dir gleich in meine Schlunde, dann siehst du, was lecker schmeckt. Oh, die Juden kommen! Ja, dann mach das! Aber schnell, du Jude! Wahnsinniger! Ich will auch einen haben! Nein! Wo ist der dritte? Ich dachte, du machst Triple Kill! Bist du dumm? Das war Double Kill, nicht Triple Kill, kannst du nicht sehen! Überraschung! Der hat es gesehen! Jackpot! Oh, da kommt ein Bengel! Siehst du die fette Kuba? Und da hinter dir! Hol die fette! Ich komm hoch! Das ist sicher zwitzig!
Mal Lust, ihr fetten Sklaven, ihr schwarzen Kakaobohnenernter. Gewonnen, Leute. So sieht's aus. Dann noch einen schönen Tag, ihr lieben Leute, Kinder, Frauen. Morgen kommt vielleicht doch eine kleine Folge von uns. Macht's gut, ihr Fetten, und like das Video, sonst bekommt das mit Gunnar zu tun. Wiedersehen, ihr Fetten. Alter.